Es heißt, das Bessere sei der Feind des Guten. Ebenso kursiert oftmals die Rede von der Verschlimmbesserung, wenn eine an und für sich gut gemeinte Verbesserung im Endeffekt voll in die Hose gegangen ist. Beispiele für beide Fälle gibt es, wie könnte es anders sein, natürlich auch in Commodores Amiga-Familie. In dieser Folge schauen wir uns den deutschen Amiga 2000A aus Braunschweig an, welcher nach nur kurzer Vermarktungsdauer durch den wesentlich populäreren und, das muss man neidlos zugestehen, technisch besseren Amiga 2000B aus den USA ersetzt wurde, sowie den Amiga 500 Plus, einem missglückten Versuch, die erfolgreiche Amiga 500 Plattform als Technologieträger für neue Entwicklungen zu nutzen. Yester Chips Folge 31, die anderen Amigas. Viel Spaß mit A2000A und A500 Plus. Nachdem der erste Amiga 1985 vor allem durch seine technische Ausstattung und damit einhergehend seine grafischen Fähigkeiten für großes Aufsehen gesorgt hatte, ebnete Commodore den Weg für die Fortführung der Amiga-Serie. Um die Modelle eindeutig bezeichnen zu können, wurde aus dem ersten Amiga der Amiga 1000 und sein Nachfolger sollte Amiga 2000 heißen. In diesem Nachfolger sollte vor allem eines der größten Mankos des Tausenders ausgebügelt werden, die Erweiterbarkeit mittels Steckkarten. Als Marktsegment für den 2000er wurde der professionelle Anwenderbereich auserkoren, auf dem es beispielsweise schon den IBM PC, XT und AT gab, welche schon per Bussystem nach der Industrial Standard Architecture, kurz ISA, erweitert werden konnten. Der Auftrag ging an Commodore Deutschland nach Braunschweig. Die Entwickler nahmen den Amiga 1000, setzten ihn in ein größeres Gehäuse, es ist das größte Desktop-Gehäuse der Amiga-Serie überhaupt und misst in etwa stolze 44x15x40 cm. An die Hardware-Architektur des Amiga 1000 setzten sie ein Zorro 2 Busboard dran. Das Mainboard wurde erweitert um den sogenannten MMU-Slot, dessen voreiligste Aufgabe es war, zusätzlichen Arbeitsspeicher aufzunehmen. Im Prinzip ist dies der seitliche Erweiterungsport des Amiga 1000, nur eben als Slot nach innen auf die Hauptplatine verlegt. Standardmäßig wurde der Amiga 2000 mit einer hierin steckenden Speichererweiterungskarte mit 512 KB FastRAM ausgeliefert, sodass das System ab Werk zusammen mit den fest auf der Hauptplatine verlöteten 512 KB ChipRAM auf 1 MB Arbeitsspeicher insgesamt kommt. 512 KB ChipRAM. Dies ist auch die Obergrenze dessen, was die eingesetzte Version des Agnus-Chip maximal verwalten kann, denn es ist immer noch der gleiche sogenannte Thin-Agnus-Chip wie im Amiga 1000. Ein weiteres Novum bildet der Genlog-Port, welcher im Prinzip nichts anderes macht, als die gleichen Signale bereitzustellen, welche auch am 23-poligen RGB-Port anstehen. Als CPU verrichtet der aus dem Amiga 1000 bekannte Motorola 68000er bei etwa 7 MHz Taktung seinen Dienst. Der freilich wesentlichste Unterschied zum 1000er sind die zur Verfügung stehenden 5 Zorro-Slots. Doch damit nicht genug. Wir finden zwei zusätzliche 16-Bit ISA-Slots und nochmals zwei 8-bittige ISA-Slots. Der Amiga an sich kann mit den ISA-Slots nichts anfangen, da sie lediglich mit Strom versorgt werden. Für den Betrieb dieser Slots ist ein sogenanntes Bridgeboard notwendig. Dies ist im Prinzip nichts anderes als ein IBM-PC-kompatibler Rechner auf einer Steckkarte. Zu Zeiten des Amiga 2000A war die A2088 das leistungsschwächste Bridgeboard von Commodore im Einsatz.
Es beheimatet einen PCXT-Klon. Nähere Infos zum Thema Bridgeboards findet ihr in früheren Folgen der Esterchips. Ein echter massiver Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem Amiga 1000 ist die Tatsache, dass nun das Kickstart nicht mehr von Diskette geladen werden muss, sondern als ROM-Baustein vorhanden ist. Im 2000A kam vornehmlich die Version 1.2 zum Einsatz. Doch woran erkennt man nun genau einen Amiga 2000A? Ein vermeintlich einfaches Zeichen dafür ist die Revisionsnummer auf dem Mainboard. Grob gesagt, es sollten alle Versionen kleiner 4 2000A-Boards sein. Dave Haney, einer der Hauptentwickler des 2000B, gab in einem Interview an, dass es etwa 200 Testversionen des Amiga 2000B gab, welche mit Revision 3.9 hergestellt worden sind. Diese sollten allerdings nie auf den Markt kommen, da sie nicht sonderlich stabil liefen. Daneben soll es auch 4.0er-Boards gegeben haben, welche bereits Amiga 2000Bs waren. Diese kamen angeblich aber auch nie in den Handel. Doch aus gesicherter Quelle kann ich jedoch zumindest behaupten, dass die Dinger trotzdem in Umlauf geraten sind. Und zumindest zwei davon stehen in Deutschland. Rein optisch merkt man recht schnell, dass man es nicht mit einem B zu tun hat, wenn man sich nur einmal die Farbe des Boards anschaut. Ich finde diese Grüntöne hier sogar irgendwie ansprechend, aber es ist reine Geschmackssache. Man muss den Amiga aber gar nicht aufschrauben, um zu sehen, was Sache ist. Von außen betrachtet kann man anhand der Art des Labels bereits erkennen, ob es ein A oder ein B ist. Gut, okay, man kann zwischen den Modellen den Gehäusedeckel austauschen. Man könnte sich auf diesem Wege also im eBay übers Ohr hauen lassen. Wenn wir die Keyboards von A und B anschauen, erkennen wir ebenfalls kleine Unterschiede. Allen voran die rot beschrifteten Amiga-Tasten beim A-Modell, welche beim B-Modell ganz normal schwarz bedruckt sind. Außerdem haben wir beim B-Modell die Amiga-charakteristische runde Caps-Lock-Leuchte, beim A-Modell ist es ein Balken. Aber auch hier kann man sich täuschen lassen, denn auch die Tastaturen kann man zwischen den beiden Varianten A und B problemlos austauschen. Was man jedoch nicht so leicht faken kann, zumindest nicht ohne böswillig mechanische Eingriffe durchzuführen, finden wir auf der Rückseite. Der Amiga 2000A hat keinen Composite-Cinch-Anschluss. Der 2000B hingegen schon. Die weiteren Unterschiede sind allesamt intern zu finden. Und auch wenn die deutschen Lokalpatrioten das nun nicht hören wollen, es ist tatsächlich so, dass der teutonische 2000A im Vergleich zum Yankee 2000B ziemlich schlapp aussieht. Einen Vorwurf kann man hier Braunschweig allerdings nicht machen, denn der 2000A wurde ja auf Basis des Amiga 1000 entwickelt. Quasi parallel dazu kreierte Dave Haney den Amiga 500 und auf dessen Basis wiederum schuf er dann das Design für den 2000B. Die beiden 2000er haben also ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Schauen wir also ins Innere und suchen wir nach den wesentlichen Unterschieden zwischen A und B. Ja, nicht nur, dass es verschiedene Buchstaben sind. Besagter Genlock-Port sieht im A-Modell so aus. Im Modell B finden wir einen verlängerten Port, der nun auch das 8-bitige digitale Videosignal plus ein paar Steuerleitungen des parallelen Ports liefern kann. Nur in diesem voll ausgestatteten Videoslot kann man flickerfixer Scan-Doubler-Karten betreiben. Wenn man im A-Modell eine Turbokarte im sogenannten MMU-Slot betreiben möchte, so muss man die 68000er CPU vom Mainboard entfernen. Dies ist im B-Modell nicht mehr notwendig, da hier ein Coprozessor-Interface implementiert worden ist, welches zwei CPUs im System erlaubt. Nur so kann man den von vielen Turbokarten angebotenen 68000er Fallback-Modus überhaupt erst nutzen. Selbst beim Echtzeit-Ur-Akku unterscheiden sich die beiden Modelle. Während man im B-Modell die standardmäßige Tonne vorfindet, treffen wir im A-Modell auf einen solide anmutenden Warta-Block. Doch lasst euch von dieser Qualitätsanmutung nicht täuschen. Auch dieser Akku hat definitiv nicht das ewige Leben.
wie wir hier sehen können. Beide Amigas laufen wunderbar, auch ohne diese Akkus für die Echtzeituhr, nur ist dann eben diese immer irgendwo in der Vergangenheit unterwegs. Wie man das nun löst, ob mit einem Austauschakku, baugleiche gibt's heute immer noch, oder mit einer Knopfzelle, oder wie auch immer, spielt alles keine Rolle, solange man nur den alten Akku entfernt und den eventuell bereits entstandenen Schaden behebt. Nähere Infos hierzu findet ihr in den bekannten Foren, allen voran im a1k.org und im Forum 64. Zuletzt kommt noch die deutlich höhere Integrationsdichte auf dem Board des B-Modells. Während beispielsweise im Modell A die Bussteuerlogik noch diskret aufgebaut worden ist, finden wir im B-Modell dafür einen Custom-Chip, den Buster. Aufgrund der insgesamt höheren Integration durch Gary, Buster und den besseren Fat Agnes Chip konnte das B-Modell auf einem Zweilagen-Board, also nur Vorder- und Rückseite sind beschaltet, und einem ganzen Megabyte Chip-RAM bestückt werden. Wohingegen im Modell A ein sehr reparaturunfreundliches Vierlagen-Board zum Einsatz kam. Am Ende schätzte Dave Haney, dass nur etwa 60.000 Amiga 2000 A-Modelle verkauft worden seien. Ach Gott, das hier wollte ich euch noch zeigen. An dem 2090 Plattencontroller hängt diese Filecard mit dieser Festplatte hier. Guckt euch mal das schwingende Ding da an. Das ist ein Hammer, oder? Was da für Massen herumgewuchtet werden und das Ding läuft immer noch. Ja, Hardcore-Hardware-Porno ist das. Es ist übrigens die Bootsequenz des 2000A in die Workbench 1.3 in Echtzeit. Für mich ist der A2000A ein Prestige-Sammelobjekt, ja, ich sag's wie es ist, welches ich per Zufall erstehen konnte. Al Carbonara, wenn du dieses Video siehst, Dankeschön dafür nochmal, klasse Kiste. Ich bin jetzt dazu gekommen, das Video zu machen, ich weiß, es ist schon wieder ein paar Tage her. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Okay, gut. Ich konnte ihn durch Zufall erstehen, zusammen mit ein paar Erweiterungen, die ihr hier sehen könnt, die damals wie heute recht sinnvoll waren und immer noch sind. An diesem Amiga werde ich nicht basteln, sondern mich einfach nur seines Anblicks ergötzen und gelegentlich mal übers Blech streicheln. Wenn ihr euch jetzt tiefschürfendere technische Informationen über den Amiga 2000 erhofft hattet, na, an dieser Stelle nicht. Da ging es jetzt speziell nur um die Unterschiede zwischen A und B. Aber macht nichts. Der Mick hat vorgearbeitet. Schaut euch die Folge 8 FF fortfolgende mal an. Da geht alles rings um den Amiga 2000, auch wenn es hier nur das Mainstream B-Modell ist. Der Amiga 500 Plus. Ja, das ist ein zwiespältiges Thema. Der originale 500er, und das ist nicht übertrieben, kann sich frohen Mutes in die Reihe VC20 und C64 einreihen, ist also einer der Homecomputer Commodores, bei dem alles richtig gemacht bzw. bei dem nicht generell alles verbockt worden ist. Er gilt als das meistverkaufte Exemplar der Amiga-Familie und stand lange Zeit als Synonym für Amiga. Wer einen Amiga hatte, der hatte einen 500. An Popularität innerhalb der Amiga-Familie konnte ihm bestenfalls noch der 1200er folgen, obwohl dieser nicht mehr den gleichen Absatz generieren konnte. Vor diesem erfolgreichen Hintergrund ist es beinahe verständlich, dass Commodore es wieder versucht hat, seinen Bestseller so lange wie nur irgendwie möglich am Markt zu halten. Mit dem C64 ist dies ja auch durchaus gelungen, denn dieser war mit nur geringen Änderungen unglaubliche 12 Jahre am Markt und gilt damit als allzeit meistverkaufter Computertyp. 1987 also der originale Amiga 500 und 1991 der Amiga 500 Plus.
Dass bereits 1992 schon wieder Schluss war mit dem 500 Plus, zeigt schon, dass dieser Pfeil ordentlich ins Knie gegangen ist. Denn anstatt einen neuen allzeit meistverkauften Computer zu kreieren, wurde stattdessen der Amiga angeboten, welcher am kürzesten von allen auf dem Markt war. Dass der 500 Plus technisch besser ist als der 500er, zeigt ein Vergleich der Fakten. Prozessor. Hier gibt es keine Unterschiede. In beiden Modellen arbeitet der bekannte Motorola 68000 oder kompatibel bei etwa 7 MHz. Zugegeben, 1987 war dies State of the Art, 1991 dann doch schon etwas outdated. Arbeitsspeicher. Der originale 500er kam mit 512 KB Chip-RAM on board daher. Dieses wurde vom stolzen User obligatorisch per Trapdoor-Slot-Erweiterung um weitere 512 KB auf ein ganzes Megabyte RAM erweitert. Oftmals beherbergten diese Erweiterungen auch noch gleich eine akkugepufferte Echtzeituhr. Die Erweiterung ist im 500 Plus nicht notwendig, denn hier haben wir bereits ein volles Megabyte RAM on board, genauso die Echtzeituhr. Und da sind wir auch schon gleich beim einzigen Hardware-Modifikationspunkt, den ich hier zu empfehlen habe. Runter mit dem Akku. Es ist immer das gleiche Spiel mit den Dingern. Nicht erst warten, bis sie auslaufen. Sie werden es tun und damit ordentlichen Schaden auf dem Board anrichten. Chipsatz. Der größte Teil der 500 Plus Amigas hatte den ECS, das Enhanced Chipset, auf dem Board, welches dem OCS, dem Original Chipset des originalen 500ers, überlegen ist. Der praktisch sichtbarste Unterschied liegt in den zusätzlichen zur Verfügung stehenden Multiscan- und Productivity-Screen-Modi, welche VGA-verträgliche 31 kHz liefern können. Es gab ein paar wenige 500 Plus, welche, warum auch immer, mit OCS-Chipset ausgeliefert worden sind. Diese hatten dann auch nur 512 KB RAM mit dabei. Dennoch gelten auch diese als 500 Plus. Es hält sich das Gerücht, dass Commodore aus Restbeständen des originalen 500ers mal eben schnell ein paar 500 Plus zusammengedrechselt hat, um Kosten zu sparen. Das ECS mit entsprechendem Big Fat Agnes Chip kann 2 MB Chip RAM plus die normalen 8 MB Fast RAM am Expansion Port adressieren, also stolze 10 MB Arbeitsspeicher in Summe. Im Trapdoor des 500 Plus kann man demnach eine bis zu 1 MB große Chip RAM Erweiterung unterbringen. Kickstart. Alle Amiga 500 Plus haben das Kickstart 2.04 installiert, welches sich deutlich vom angestaubten 1.2 oder 1.3 des 500ers unterscheidet. Mit der passenden Workbench ist die Version 2 deutlich anwenderfreundlicher, wirkt moderner und alles in allem ausgereifter. Zwar sollte die Kickstart-Version 2.04 später im unglückseligen Amiga 600 anfangs verschrien sein, da dieser einen internen IDE-Festplattenanschluss und einen PCM-CIA-Steckplatz hat, die 2.04-Version beide aber nicht unterstützt, dennoch ist dies beim Amiga 500 Plus völlig wurscht. Denn der hat weder das eine noch das andere. Der Massenspeicher des 500 Plus ist, wie beim 500er, das gewohnte 880 KB 3,5 Zoll Double Density Diskettenlaufwerk. Man kann, wie bei beinahe jedem anderen Amiga auch, das Kickstart problemlos bis zur Version 3.1 aufrüsten. Die Amiga 500 Plus sind auf der Mainboard Revision 8 aufgebaut. Die Revision 8A ist eine kostenreduzierte Variante des originalen Amiga 500. Diese kam nur mit OCS-Chipsatz und 512 KB RAM daher und der Echtzeit-Uhrschaltkreis war unbestückt. Man kann ein 8A-Board jedoch recht einfach auf den technischen Stand eines Amiga 500 Plus bringen. Doch es wäre auch zu schön gewesen, wenn man es sich hier einfach machen könnte und pauschal sagen könnte, dass alle 8A-Boards normale Amiga 500 gewesen wären. Nein, wie so oft gibt es auch hier wieder Ausnahmen. Eine habe ich hier, ein echter, vollbestückter Amiga 500 Plus auf einem, siehe da, 8A-Board. Als Netzteil kann man alle Netzteile der Amiga-Tastaturcomputer-Serie nehmen, also A500, A500 Plus,
A600 und A1200. Was die Peripheriegeräte angeht, so muss man sich keine Gedanken in Sachen Hardwareunterschiede machen. Ich lasse mich mal unvorsichtigerweise zur Aussage hinreißen, dass Geräte, die am A500 laufen, auch am A500 Plus lauffähig sind. Wenn wir uns den 500 Plus von außen betrachten, sehen wir in der Hauptsache den gewohnten 500er. Nur das Typenschild liefert den augenscheinlichsten Unterschied zum Vorgänger. Was die rückseitigen Anschlüsse angeht, so gibt es hier keine Unterschiede zum originalen 500er. Alles genauso wie gehabt. Naja, vielleicht ein wenig zu sehr wie gehabt. Man hätte ja zumindest mal ein farbiges Ausgangssignal auf die Composite-Chinch-Buchse legen können, aber nö, alles wie beim alten und hier gibt's nur die Graustufen. Sonst ist hier nichts Spannendes zu entdecken. Die Tastatur ist, wieder im Vergleich zum ungeliebten Amiga 600, vollständig vorhanden und lässt sich, wie beim originalen 500er gewohnt, sehr gut bedienen. Alles in allem kann man also festhalten, dass der 500 Plus durchaus der technisch bessere Amiga 500 ist. Doch warum ist er dann so grandios gefloppt? Die Antwort fällt einfach wie nüchtern aus. Software. Für den Amiga 500 gab es bereits viele Software-Titel, nicht wenige davon waren bekanntermaßen Spiele. Leider haben sich viele Programmierer damals nicht um die Regularien der Programmierschnittstelle gekümmert und einfach fröhlich direkt die Hardware angesprochen. Ändert sich nun die Hardware, was ja beim 500 Plus durchaus der Fall war, so konnte es absolut passieren, dass so geschriebene Software schlichtweg nicht mehr lief. Dem Endanwender war es freilich wurscht, wer nun da was verbockt hatte. Aus Kundensicht war klar, meine Software funktioniert am A500, aber nicht am A500 Plus, ergo ist der 500 Plus scheiße. Klappe zu, Affe tot. Das war's in Sachen A500 Plus. 1992, also in dem Jahr, in dem der 500 Plus wieder vom Markt genommen wurde, versuchte es Commodore noch einmal mit einem kleinen 68.000 basierten Amiga, eben dem 600er. Mal abgesehen von dem internen IDE-Festplattenanschluss, dem PCM-CIA-Port und der um das 10er-Tastenfeld beschnittenen Tastatur unterscheiden sich 500 Plus und 600 technisch nicht. Der Rest ist Geschichte. Der 600er wurde ebenfalls zum Sargnagel und verschwand wieder sang- und klanglos vom Markt. Eine nähere Betrachtung des Amiga 500 findet ihr in der Yesterchips Folge 6. Der 500 Plus gehört, genauso wie der 2000A, in die Sammlung natürlich mit hinein. Wenn man um die entsprechenden Feinheiten weiß, kann man heute absolut auch seinen Spaß mit diesen Kisten haben. Im Gegensatz zum 2000A sind die 500 Plus aktuell noch recht breit gestreut und daher im Preis noch gerade so verträglich. Ob man diese Maschinchen jedoch unbedingt haben muss, liegt, wie immer, ganz im Entscheidungsbereich des Einzelnen. Und das wär's für diese Folge. Nach der Umbauphase hier zu Hause, welche übrigens beim Upload dieses Videos immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, werde ich jetzt wieder versuchen, etwas regelmäßiger zu liefern. Themen gibt's ja, weiß Gott, noch gerade genug. Schaut in die bekannten Foren, allen voran a1k.org und Forum 64, zieht euch Boeing's Worlds Podcast Roundabout Amiga rein und, naja, vielleicht trifft man sich ja mal auf eine Veranstaltung. Ein bisschen Werbung für die regelmäßig stattfindende Homecon in Hanau sei hiermit mal gemacht. Zum Schluss mal eine Frage an euch, die ihr mir bitte in den Kommentaren oder via E-Mail beantworten mögt. Ich habe in letzter Zeit einige Anfragen in Richtung eines Q&A, also eines Frage- und Antwort-Videos erhalten. Werdet ihr denn wirklich an so etwas interessiert? Wenn ja, dann her mit den Fragen und ich schau mal, was ich draus machen kann. Einstweilen wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt sauber, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.
fehlt was! Nein!